Hallo zusammen. Mein Name ist Friedrich. Ich bin aktiv bei Volt Europa und heute geht es um das Thema Klimapaket der deutschen Bundesregierung. Auf Twitter gab es dazu eine interessante Diskussion, die ich hatte und habe deswegen das zum Anlass genommen, ein etwas ausführlicheres Video dazu zu machen. Denn es ging um die Kernfrage: Sollten wir das Klimapaket der Bundesregierung, also der Großen Koalition, unterstützen oder ablehnen? Und eins vorweg, ich bin nicht der Klimaexperte bei Volt. Ich bin der Nutzer, der Pendler, der seit Mai selber mit der Bahn fährt, der sein Auto abgeschafft hat und feststellt, dass noch sehr, sehr viel in der Mobilität, im Verkehr und auch in der Energie passieren muss. Und ich stimme auch der Kritik zu, dass das Papier, das 173 Seiten umfassende Klimapaket der Bundesregierung, noch viele Lücken enthält und teilweise nur Symptome anpackt, aber keine Ursachen. Dass es nicht weitgreifend genug ist oder zu unkonkret. Und dass es sogar Dinge hält, die kontraproduktiv sind. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir dieses Paket erstmal mittragen sollen, und zwar alle zusammen. Ja, es ist, wie gesagt, nicht ausreichend. Es könnte auch in meinen Augen viel schneller gehen. Und das steht übrigens auch genau deswegen in unserem Programm. Nicht, weil ich das alleine so denke, sondern weil es eine breite Masse an Menschen gibt, die auch denkt, dass wir viel mehr, viel schneller tun müssen. Aber wenn wir am Start eines solch wichtigen Rennens gegen die Zeit uns schon die Stöcke in die Speichen stecken oder uns Beinchen stellen, dann werden wir es nicht schaffen. Und deswegen möchte ich da auch ein Zitat anbringen von Laurens, der ist bei Volt Niederlande, übrigens ein Land, von dem wir uns sehr viel abschauen können, der sagt: Weißt du, Friedrich, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine, dann mach dein Ding. Aber wenn du lange und weit gehen musst, dann mach's zusammen. Und genau das ist der Spirit, um den es geht. Das Paket mag scheiße sein, es mag unkonkret sein. Die Kritik will ich überhaupt nicht negieren. Aber eines ist wichtig: Wenn wir nicht zusammen starten und daraus nicht eine Basis machen, dann kommen wir erst gar nicht von der Stelle. Und wir erleben ja, dass diese Debatte dazu sorgt, dass sich Menschen voneinander entfernen, dass, obwohl das Bewusstsein so groß ist wie noch nie für dieses wichtige Thema, dass wir zum Beispiel Bewegungen haben, die sich komplett dagegen stellen, die Fakten leugnen. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir selbst dann, wenn wir zumindest einen ersten wichtigen Schritt machen, schon wieder alle über diesen Schritt abkotzen und uns abfacken, obwohl es eigentlich doch zumindest doch mal ein Schritt ist. Wieso gehen wir nicht einfach mal zumindest zusammen los? Es wird immer die geben, die schneller sind. Das ist übrigens ganz normal. Aber lasst uns doch gerne die sein, die gerne schnell und energisch mit vorangehen. Aber die, die erstmal noch gar nicht los wollen, die auf der Stelle treten, die sogar gerne nach hinten gucken. Lass uns die doch trotzdem erstmal mit in die richtige Richtung nehmen. Das ist mein Argument. Das ist mein Punkt, warum ich sage, dieses Klimapaket, so schlecht es auch sicherlich ist, es ist schon mehr, als wir vorher hatten. Und wir sollten es als Start nutzen. Und deswegen sage ich, engagiert euch in Parteien, denn nur in Parlamenten können wir das auch umsetzen. Und wir müssen es ja auch den Menschen erklären. Das ist hochkomplex. Wer sich dieses 173 Seiten Papier der Bundesregierung mal angeschaut hat, wird feststellen, dass er in vielen Dingen gar nicht versteht, um was es geht. Und auch das ist Aufgabe von Politik und von uns Parteien. Und deswegen möchte ich euch einladen, engagiert euch in Parteien. Und wenn euch die anderen gerade alle stinken, so wie es mir persönlich auch ergangen ist, also nicht gestunken, aber ich fühlte mich dort irgendwo nicht aufgehoben und nicht repräsentiert, also lade ich euch ein, schaut euch doch mal Volt Europa an und schaut euch unser Programm an. Wir verlinken es hier unter dem Video, denn ab Seite 64 werdet ihr finden, was wir zum Thema Klima- und Verkehrswende schon erarbeitet haben. Und Ende März werden wir sogar da noch einen draufsetzen, weil wir noch ganz, ganz viele weitere Änderungen und Punkte uns dazu überlegt haben. Und wenn ihr also sagt, ey, das ist auch alles Mist, wie es gerade ist, und ihr wollt eigentlich ein besseres Klimapaket, dann kommt doch mal vorbei. Ihr werdet in fast jeder Stadt und jeder Region mittlerweile Meet and Greets von uns finden, und um uns kennenzulernen und mitzuarbeiten. Politik lebt von Gestaltung von uns allen. Das ist manchmal anstrengend. Das ist richtig anstrengend. Und ich kann euch eins sagen: Es macht trotzdem Spaß. Also, ich stehe dazu, lasst uns mit diesem Paket zumindest mal anfangen. Lasst uns nach vorne schauen, wie wir den ganzen Kram denn eigentlich hinkriegen für unsere nachfolgenden Generationen. In diesem Sinne, join Bund.